Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Bremen, Oldenburg von der Baureihe 425. Wir sind heute der allererste Zug, der hier unterwegs ist. Es ist gerade mal 4.54 Uhr. Das ist hier unser Zug, die 425. Niedersachsen ist am Zug, obviously. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und schauen einmal hier dem Kollegen zu beim Fahren. Hupen einmal, um ihn zu begrüßen und um die Nachbarn hier aufzuwecken. Und dann können wir auch schon den Zug aufrüsten. Dazu einmal hier erstmal die Displays auf dunkel geschaltet. Hier in hell, das kann ja kein Mensch abhaben. Machen wir mal. So. So ist, glaube ich, okay. Ach, der hält hier an. Okay. Warum hält er denn hier an? Ach so, der ist hier in die Abstellung gefahren. Ah, okay. Sehr gut. Da vorne steht übrigens noch eine 110 in dieser Rewe-Lackierung. Die ist super schön. Uiuiui, ist das ein schönes Licht. Guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Jetzt mache ich hier die ganze Zeit schon Screenshots und wir kommen definitiv zu spät. So, Instrumentenbeleuchtung an. PZB an mit Steuerung Enter. Achso, geht noch gar nicht. Dann machen wir sie mal, wobei vielleicht sollten wir erst den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung packen. Dazu hier einmal den Richtungswender rein und nach vorne gedreht. PZB ist an. SIFA können wir uns auch anmachen. So, SIFA müsste jetzt eigentlich an sein. Genau, dann einmal noch kurz aufgestanden. Die Sonnenblenden runter, weil ich es nicht mag, wenn man mir über die Schultern schaut. Und dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Dementsprechend schalten wir jetzt mal ein bisschen Leistung auf und dürfen VMAX 25 fahren, weil wir noch keine Zugfahrt sind, sondern eine Rangierfahrt. So. Schön auf die PZB achten. Und auf die SIFA ebenso. Und dann fahren wir ein in den Bremener Hauptbahnhof. Mit maximal 25, sehr gut. Das Gleissperrsignal hier zeigt auch schon Fahrt an. Achso, wir haben die Lichter gar nicht an, ne? Also erstmal hier Buchfahrplan leuchtet gerne noch an. Und dann schalten wir einmal hier auf Signallichter. Dann machen wir noch die Fahrgastraumbeleuchtung an für unsere Fahrgäste, die jetzt einsteigen. Führerstandsbeleuchtung können wir eigentlich auslassen. Scheibenheizung brauchen wir nicht. Makro und Sandstreuer haben wir dort auch noch. So, ja, wir sind jetzt schon ein bisschen zu spät. Da vorne hier das Gleissperrsignal, da müssen wir halten. Ja, im Bremener Hauptbahnhof ist die Performance immer so lala. Türen auf. Und wir schauen uns einmal um. N-Wagen haben wir hier. Achso, genau. Ja, das war jetzt praktisch die Rangierfahrt und wir kehren jetzt zum freien Spiel zurück und warten, bis der Zug um 5.04 Uhr abfährt. Das heißt also, wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit und können uns hier einmal ein bisschen umschauen. Können wir auch zu Fuß gerne machen. Na. Die Tür. Na, gerade stand das doch da irgendwo. Tür. Tür. Da. So. So sieht es hier drin aus im Fahrzeug. Nach Nicht-Einsteige. Aha, jetzt ist es weg. Interessant. Was steht hier? Bremen Hauptbahnhof. Ankunft. 4.48 Uhr. Also, ich kann mir vorstellen, dass sich das Display gleich umstellt, sobald wir
praktisch unsere Fahrt angetreten sind. Wir können uns auch natürlich hier hinsetzen im 425er. Das ist ein ganz, ganz hübscher Zug, wie ich finde, eigentlich. Einer der Triebwagen, die ich schon eher so mag. Dann hier vorne. Erste Klasse. Ist im Grunde genommen wie eine zweite Klasse, nur mit anderer Sitzbepolsterung. Und dann gehen wir aber hier nach hinten hin. Und müssen wir eigentlich die Fahrtrichtung ändern? Nee. Nee, wir sind ja aus der Abstellung gekommen. Dementsprechend einmal die Sonnenblende runter. V-Max sind übrigens 140, denn das ist die maximal zugelassene Geschwindigkeit für diesen Zug. Wenn die LZB nicht aktiv ist und mehr freigibt. So. Können gleich gucken, ob wir die Zugzielanzeige noch ändern können. Weiß ich gerade gar nicht. Wir fahren auf jeden Fall nach Nordenham. Über Delmenhorst, Hude, Berne, Elsfleth. Den Rest kann ich nicht lesen. Hier nach Bremen-Fegesack. Liebe Grüße an Jan Böhmermann. auch wenn ich wage zu behaupten, dass er das wohl niemals sehen wird. Aber wer weiß, vielleicht hat Jan Böhmermann auch eine geheime Liebe für Züge. Ha, hier wird Parfum verkauft. Interessant. So, geh einmal zurück in den Führerstand. Hier noch die Toiletten. Und einmal durch die erste Klasse durch. Türen können wir auch gerne wieder schließen. Einmal rein in den Führerstand. Hier ist es auch wieder ein bisschen leiser. So. 4 Minuten. 2 Minuten haben wir noch. Wir können uns mal den Bremener Hauptbahnhof von weiter oben angucken. Ja. Ordentliches Teil, ne? Also ich kenne mich jetzt hier nicht in Bremen aus, aber wer aus Bremen herkommt, kann ja mal hier so ein bisschen die Szenerie hier drumherum auch ein bisschen beurteilen. Hier zum Beispiel dieses Gebäude ist bestimmt ganz markant und realitätsgetreu auch. Das hier ist sicherlich halbwegs an die Realität angelehnt. Das hier sowieso, das sieht aus wie so eine Art Busbahnhof. Hier die Unterstände. Ist das sowas wie ein Busbahnhof, frage ich mich gerade. Schauen wir mal. Ah, okay, nee, doch eher nicht. Oder doch? Naja, nee, eher nicht so. Vielleicht irgendwelche Güterverlade. Ja, doch, das sieht mehr aus wie so eine ehemalige Güterverladerampe oder sowas ähnliches. Dann haben wir, was ist das riesige Gebilde hier eigentlich? Erkennt das jemand? Das sieht aus wie so eine Messehalle, ne? Wobei, könnte auch so ein riesiges Lager sein. Was ist denn los, Bremen? Hat hier so ein riesiges Lager direkt am Hauptbahnhof. Aber wo ist der Güterbahnhof, frage ich mich. Schande. So, 146er steht auch hier noch abgestellt, beziehungsweise wartet hier auf seine Abfahrt. Und zwar als RE4 nach Hamburg. Schön, dass da die Zugzielanzeige klappt, das freut mich sehr. Und ich würde sagen, wir steigen ein, machen schon mal die Türen zu. Denn wir müssen jetzt abfahren. Ja, ich weiß, ich habe die Tür jetzt ein bisschen zu früh zugemacht. Normalerweise macht man sie nicht zu, wenn man... Moment. Normalerweise macht man sie nicht zu, wenn das Signal noch Halt zeigt. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Gehen ins FIS, fügen die Route ein für den Zugverband. So, wir dürfen... Ach, jetzt müssen wir die Türen entriegeln. Ja, toll. Wir fahren ja nach Nordenham. So, genau, das steht auch hier. Also fügen wir mal in der Hoffnung, dass wir die Strecke zur Verfügung haben, das Ziel zur Verfügung haben. Auch Nordenham ein, Lübben, Lübbenau, Cottbus, Köthen, Magdeburg, Braunschweig,
Halle, Leipzig. Was war das? München-Pasing. Ingolstadt, Kiel. Ribnitz, Greifswald, Lübeck, Timmendorfer Strand. Wir müssen in ein bisschen mehr als einer Minute abfahren. Schwerin, Bitzow, Rostock, Stralsund, Prora, Itzehoe. Bester Name. Westerland, Klecken, Hitten, Hamburg. Ja, wir kommen jetzt langsam hier in den Norden. Boppard, ja, nicht mehr so Norden, Düsseldorf. Yay. Schade, dass das nicht alphabetisch sortiert ist. Passau. Wir werden es schon finden. Ich bin guter Dinge. Düsseldorf schon wieder. Hagen, Wuppertal, Bochum, Essen. Pfeffikon, wirklich. Sag ganz Landquart. Eieiei, was haben wir denn hier für Ziele hier in der Schweiz? Essen, Oldenburg, ja. Das ist auch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, ich mach schon mal die Tür zu. Sandkrug, Wilhelmshaven, Sande, Varel, da war ich übrigens schon mal. Hübscher Ort, Tor. So, und Signal zeigt Fahrt. Und wir fahren ab. VMAX erstmal mit 40 km/h. So. Ich guck mal hier ganz nebenbei weiter nach den Zugzielen. Immer noch auf der Suche nach wonach noch gleich? Nordenham. Steinfeld, Mühlen, Lohne, Wächter. Bremerhaven, oh, Lockstedt. Da kenne ich jemanden, liebe Grüße. Bremer Fegesack, Bremen Schönebeck. Schönebeck? Ja, wirklich? Wow. 1000 Hertz Beeinflussung ist immer noch an. Bremen-Walle. Baden. Osnabrück. Bremerhaven. Diepholz. Hätten wir vorhin einfach mal die Zeit dafür benutzen können, ne? Die 5 Minuten, die wir da rumstanden. Liebe Grüße. Eieiei, ist der laut. ICE-Mod-Paket. Lässt grüßen. So, ob hier gelten die 50? Wenn unser Zug am Signal vorbei ist, was hier jetzt geschehen ist. Und gleich dann 60. In der Hoffnung, dass wir das Ziel gefunden haben, bis wir am Endhalt heute angekommen sind. Müsste Oldenburg sein. Sagehorn. Nordenham. Finally. Finally. Ja, danke für nichts. Jetzt steht hier Wüsting. Du mich auch, Wüsting. Wer hat denn hier Wüsting eingefügt? Hude? Wüsting, Bremen? Na, ist hier. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So. Wir müssen die Fahrgäste selbst wissen. Sollen sie in die App reingucken, wenn sie wissen wollen, wo der Zug hinfährt? Ja, Bremen Hauptbahnhof, immerhin halbwegs irgendwas. Von der Strecke. Auch wenn wir aus Bremen herkommen. Aber das ist halt mittlerweile so, ne? Beziehungsweise, das hat man früher so gemacht. Da hat man. Da war es nicht die Zugzielanzeige, das war die Zugstartanzeige. Na, da hat man halt einfach nur angezeigt, wo die Züge losgefahren sind. Bis man dann irgendwann realisiert hat, dass die Information eigentlich niemandem irgendwas bringt. Und dann hat man das umgewandelt in Zugzielanzeigen. Ja.
Wir halten als nächstes in Delmenhorst. Das heißt also, wir fahren erstmal hier durch. Das ist natürlich absoluter Quatsch, was ich gerade erzählt habe, ne, mit der Zugzielanzeige. Ab hier dürfen wir gleich 120 fahren. Das freut mich auf jeden Fall. So, gehen wir hier wieder ans Grunddisplay und ich würde sagen, ja, machen das Ganze so. Hier noch ein paar Container und hoch auf die 120. Wollen natürlich nicht trödeln. Fünfzig, herrlich. So, 120 sind erreicht. Sehr schön. Okay, wir dürfen sogar 140 fahren. Also unsere heutige V-Max, die wir ausfahren dürfen. Ah, ich muss sagen, mir gefällt der 425er immer und immer wieder. Ja, es ist einfach irgendwie ein schöner Zug. Und der fährt sich auch so gut. Der hat auch einen guten Sound. Na, lassen wir mal ein bisschen Leistung aufgeschaltet, damit wir nicht die ganze Zeit hoch und runter schalten müssen. Ja, 139 ist sehr gut. Jetzt geht gerade eh ein bisschen bergab. Nehmen wir doch wieder die Leistung raus. So. Kilometer. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir aktuell von einem neuen Lok-DLC, das in der Mache ist. Ich habe ja darüber schon mal ein Video gemacht. Welche Lok es sein wird, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Und ich denke mal, auch zu dem Zeitpunkt, wo das Video veröffentlicht wird, sollten darüber auch nicht mehr Informationen verfügbar sein. Ich denke, das wird nämlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir dazu was bekommen, mehr Informationen. Was wir halt wissen, ist, dass die Lok im Jahr 2011 und neuer gesettet ist, dass es sich dabei um ein Fahrzeug handelt mit mehr Systemfähigkeit. Und das ist alles, ne? Das kann ja wirklich viel sein. Das kann ja zum Beispiel ein Triebzug sein, wie zum Beispiel der ICE 3. Baureihe 406 ist ja ein mehr systemfähiges Fahrzeug. Das könnten aber auch einzelne Loks sein. Das könnte auch sowas sein wie ein Vectron. 189, 152, glaube ich, auch. Also da ist natürlich einiges drin, ne? Dieses 2011 Plus heißt nicht unbedingt, dass die Lok nach 2011 gebaut wurde in Realität. Es kann, glaube ich, nämlich auch sein, dass die Lok gut und gerne vor 2011 schon gebaut wurde, nur halt eben auf einer Strecke eingesetzt wurde nach 2011. Und wir müssen davon ausgehen, dass das Lok-DLC für eine TSW-3-Strecke erscheinen wird. Und davon haben wir aktuell die Niddertalbahn, die wir, glaube ich, einfach kategorisch ausschließen können. Wir haben hier Bremen-Oldenburg. Wir haben die linke Rheinstrecke. Und wir haben Kassel-Würzburg. Linke Rheinstrecke können wir ebenfalls kategorisch ausschließen, weil die Strecke im Jahr 96, 97, glaube ich, gesettet ist. So, langsam gleich mal anhalten.
in 200 Metern ungefähr anfangen zu bremsen. So, hier so ist der Bremseinsatzpunkt, würde ich mal behaupten. Genau, ne, also linke Rheinstrecke in den in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Niddertalbahn ebenfalls viel zu alt und nur noch reine Dieselstrecke. Oh, wir müssen ein bisschen mehr in die Eisen gehen. Das wird auf jeden Fall über den Bahnsteig hinausgeschossen sein. Aber nicht so schlimm. Passt schon. Sehr gut. Wie immer hat traditionellerweise den ersten halt komplett einfach in den Sand gesetzt. Man kennt es. So, kann schon mal ein bisschen die Bremse lösen. Genau, also bleibt uns dann noch Bremen-Oldenburg und Kassel-Würzburg. Und Bremen-Oldenburg ist, glaube ich, aber eher so 2009, meine ich. Das heißt also, Bremen-Oldenburg wird es auch nicht sein. Bleibt übrig Kassel-Würzburg. Ja, also Kassel-Würzburg könnte wohl die Strecke sein, für die das Lok-DLC dann erscheint, weil sie ist die einzige TSV-3-Strecke, die wir haben, die diese Kategorien erfüllt. Und da ist ja viel Güterverkehr unterwegs auf Kassel-Würzburg. Ja, also sowas wie Vectron-Loks trifft man auf der Strecke, denke ich mal, vielleicht sogar im Stundentakt abends an. Oder nachts. Und wenn es Kassel-Würzburg ist, dann kann es ja eigentlich dann nur eine Güterverkehrslok sein. Denn ich wüsste nicht, welcher Triebzug diese Kategorien erfüllen würde mit mehr Systemfähigkeit. Wobei der ICE 4 ist in diesem Sinne, glaube ich, auch mehr systemfähig. Ne? Der kann ja, glaube ich, in die Schweiz fahren. Meine ich zumindest. So, 12 Kilometer Hude. Ja, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass wir ein ICE bekommen. Wir haben gerade erst praktisch, ja, ein ICE bekommen mit dem ICE 1. Und das letzte Mal, dass wir eine richtige, dezidierte Güterverkehrslok bekommen haben, ist halt schon Äonen von Jahren her. Und ich glaube, so eine Vectron-Lok wünschen sich ja sehr, sehr viele Leute. Mich mit eingeschlossen. Ich finde die Lok auch toll. Ich hätte sie auch sehr gerne im TSW. Also wir dürfen direkt auf die 140, by the way, hoch, während ich hier am... wenn ich hier was ins Mikrofon hineinsalbada. Dementsprechend glaube ich, dass wir tatsächlich eine Vectron-Lok bekommen. Ich weiß von nichts, ne? Ja, also manchmal habe ich irgendwelche Interne, die ich auch nicht ausplaudern darf. Aber in diesem Fall habe ich nicht mal irgendwelche Interne darüber, zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Dementsprechend bin ich da genauso gespannt und vor allen Dingen aber auch ohne mehr Anhaltspunkte als ihr. Aber ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht ein Vectron werden könnte. Wäre auch ganz sinnvoll, denn die Lok ist ja vielseitig einsatzfähig. Die kann man ja im Grunde genommen auf jeder anderen Strecke, die wir haben, mit Ausnahme der Niddertalbahn und der linken Rheinstrecke sehr gut einsetzen. Die linke Rheinstrecke auch nur wegen der Ahistorizität. Aber sonst, ne, passt sie auf jede andere Strecke. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da irgendwann anders... dass sie vielleicht sogar bei der nächsten deutschen Strecke dann im Grunde genommen einen wichtigen Layer haben wird für die Strecke. Ja, so ein bisschen wie mit dem Acela Express. Der Acela Express war ja ein reines Lok-DLC mit Fahrplanfahrten für Boston Sprinter. Allerdings kommt der Acela eigentlich so richtig, glaube ich, in Fahrt auf New York Trenton. Ja, so eigentlich ist der Zug ja eher dort, also der ist auf beiden Strecken beheimatet, so, und das ist klar. Aber New York Trenton kam ja kurz danach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier sowas ähnliches ist, dass wir im Grunde genommen dieses Lok-DLC bekommen für, sagen wir jetzt einfach mal, Kassel-Würzburg.
Und aber kurz danach dann praktisch die neue deutsche Strecke erscheint, von der wir ja glauben, dass sie in Baden-Württemberg gesettet sein könnte. Und in Baden-Württemberg sind auf jeden Fall Vectron-Loks massenweise anzutreffen. Kommt natürlich ganz auf die Strecke an. Aber sagen wir mal, um Stuttgart herum sieht man die nicht selten. So 6,3 Kilometer noch, dann sind wir in Hude. Fahren hier stoisch unsere 140 aus. Natürlich hier ohne AFB. So. Ja, SIFA, eingeschlafen bin ich noch nicht. So ist praktisch hier eine kleine Innenraummitfahrt. Mal die Kamera reinbekommen in den Zug, passiert auch nicht oft. Ne? So ist das, wenn wir hier mitfahren. Haben wir, glaube ich, noch nie im 425er gemacht, ne? So eine Fahrgastmitfahrt. Ah, schaut an. Hier, der nächste Halt wurde hier angekündigt. Das gefällt mir. Ja, je nach Norden haben. Okay, müssen mal. Hoffen wir mal, dass das mit der Bremskurve was wird. Ja, das haben wir geschafft. So ist aber die Ankündigung auf 60, heißt also, wir müssen eh noch weiter runter mit der Geschwindigkeit. Und halt zu erwarten. So, dann sind wir hier in Hude. Ja, das ist natürlich die Gefahr, ne, der Außenkamera, dass wir da dann abgeschossen werden vom Signal. Ich habe es auch nur gesehen, weil es mir da oben rechts im HUD angezeigt wurde. Aber das Signal steht am Ende des Bahnsteigs, heißt also, wir können da noch ein paar Meter entspannt fahren. Beziehungsweise rollen lassen. Finde ich eigentlich ganz cool hier so mal zwischendurch im Fahrgastraum. Das ist ja so etwas, was meiner Meinung nach total fehlt im TSV, dass man eine bestimmte Taste drücken kann und dann einfach die Fahrgastperspektive hat. Das fände ich nämlich ganz cool. Das haben wir ja, im Train Simulator haben wir das ja. Im TSW fehlt das. Gut, im TSW haben wir natürlich viele andere Möglichkeiten, was so Kamera und First Person und sowas angeht. Ne? Das gibt es ja dann alles nicht im TSW, im Train Simulator. Aber hier diese reine Fahrgastperspektive fände ich auch ganz cool. Schaut an, wir sind sogar zeitlich ganz gut unterwegs. Rollen wir vor bis zum Signal und halten hier mal an. So. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Ausflug hier an den Bahnsteig.
weil wir eh genug Zeit haben. Hier. Die Damen. Achso, ach, das war's schon. Das war schon. Das war schon. Das wusste ich nicht. Ja, gut, okay. Ja. Der Zug fährt dann woanders hin. Oder? Was macht er jetzt? Wir können uns ja einmal hier auf den Platz setzen. Ja, was nun? Ja, weiß ich auch nicht, was nun kommt. Aber gut, okay, stimmt, ne? Ja. Der Zug hier bis Hude. Tja. Können wir jetzt aber nicht hier noch auf dem Bahnsteig ein bisschen umgucken? Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass wir bis Oldenburg durchfahren. Aber das stimmt ja gar nicht. Das machen wir ja gar nicht mit dem DTG, mit dem Zug hier. Da sehe ich noch so eine Streckenkarte. Genau, ne? Also wir sind halt praktisch hier bis Hude gefahren. Und der Zug fährt jetzt hier hin, nach Nordenham. Und die Strecke hier, das ist jetzt das, was im Grunde genommen fehlt. Aber da können wir natürlich nicht mitfahren. Ja, wobei, der fährt jetzt ab. Wir können ja einfach mal praktisch auf dem Streckenzweig mal mitfahren. Und gucken, wo der auskommt. Fände ich irgendwie ganz interessant. Wo kann ich mich hinsetzen? Ne, ich will schon in Fahrtrichtung fahren. Hier kann ich mich hinsetzen. Fährt er? Die Frage ist halt, wann er fährt. Signal hat er nämlich. Ah, sehr schön. Türen gehen zu. Also wir werden dann, glaube ich... Na gut, wir fahren jetzt praktisch hier raus. Ne? Also nach rechts rum. Ah, ne, guck mal, hier, das ist tatsächlich umgesprungen. Hier, Berne, Elsfleth, Kirchhammelwarden. Geiler Name. So, und hier geht eigentlich die eigentliche Strecke ab. Und wir fahren jetzt hier diesen kurzen Zweig, aber wir werden dann praktisch aus dem Zug rausgeschmissen an der Stelle, wo halt die Strecke endet. So, da werden wir dann einfach auf den Boden geworfen, basically. Nordenham. Ja, das ist schön, das ist schön. Ja, also hier die paar Meter noch. Das ist jetzt alles schon Strecke, die wir normalerweise nicht mehr fahren würden. Und hier vorne endet dann gleich auch schon die Mitfahrt. Hier sehen wir auch schon, jetzt wird die Szenerie ziemlich kahl. Irgendwelche fliegenden Brücken, denke ich mal. Ja. Und hier ist halt auch schon jetzt gar nichts mehr. Ja, genau. Wir fahren jetzt praktisch ins Nichts. Aber krass, wie weit das Ganze eigentlich noch hier... Okay, das war's. Na? Huch. Hält der Zug jetzt hier? Oder habe ich das Spiel kaputt gemacht? Huch. Ich glaube, ich habe das Spiel verwirrt, weil ich in diesem Zug drin saß und gleichzeitig aber in der Karte unterwegs war, beziehungsweise in der Außenperspektive. Und irgendwas hat der TSW jetzt nicht so ganz verstanden, was jetzt hier eigentlich los ist. Aber gut, okay, das sollte er auch gar nicht verstehen. Das ist ja auch nichts, was man eigentlich gut machen sollte, machen könnte. Ein Screenshot ist das aber allemal wert. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.